Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit dem historischen Rom. Ja, wir müssen jetzt noch ein ganz klitzekleines bisschen warten, bis wir den Nil runter marschieren dürfen. Und zwar machen wir das dann, also ja, bis 78 müssen wir hier den Nil vollständig besetzt haben. Und das machen wir dann mit zwei Legionen, also eine hier und eine da. Und genau, dann versuchen wir hier eben so diesen grünen Arm zu besiedeln und dann natürlich mit Kusch Frieden zu schließen, weil Rom ist nie weiter als der große Arm hier gegangen. Also manchmal ein bisschen weiter, aber das war zu unwichtig. Also ein paar Kaiser haben das versucht auch, weil das nämlich die Politik der Römer war nicht so auf das lange Überleben des Römischen Reiches aufgebaut, weil jeder Kaiser war nur den Titel wert, wenn er auch eine militärische Laufbahn hinter sich hat. Beziehungsweise dann hatte er es einfach viel leichter. Und ja, das war nicht immer. Das war nicht immer so positiv. Dann, weil, ja, je größer die geworden sind, desto dünner wurden natürlich die Legionen an der Grenze gesät und ja, desto mehr Feinde und so weiter. Aber das klären wir dann ein andermal. So. Hier, Kleinasien. Da haben wir auch noch ein bisschen länger Zeit. Und zwar nach Ägypten. Also das hier, dieser Arm, also bis hier vor bekomme ich erst 72. Und danach kommt noch neben Asien und Syrien kommt dann noch die Sarmatien-Landung. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Wir sind jetzt 91. Und genau. Das nächste große ist eben Ägypten. Und jetzt werden wir erstmal schauen, dass unsere ja, Nahrungsmittel und so weiter reichen für den Winter. Ich glaube, ich habe jetzt auch schon alles gemacht, oder? Genau, die wurden alle. Genau, die wurden alle schon bewegt. Der hat ein bisschen was verloren. Der könnte sich auch. Warte, nee. Der muss ja jetzt nachproduzieren, ne? Also, der hat 17. Ach, hier geht es gar nicht. Dann gehst du mal hier rüber. Hier kannst du wieder. Warte, und du hast zwei Evocati und zwei Legionäre nur noch. Krass. Krass, krass. Vor allem nur noch Legionäre und keine Gepanzerten. Warte, dann bekommst du eine Adler-Kohorte. Und zwei gepanzerte Legionäre. Du hast einen Katapult. Schwerer Onaga. Interessant. Gut. Jetzt müssen wir auch schauen, wo wir was umbauen. Also hier baue ich gerade, oder habe ich viel auf Futter auch gemacht. Hier genau, das ist der Vorstoßposten. Ja, hier brauche ich eigentlich jetzt nicht mehr. Aber das lasse ich trotzdem noch, weil es cool aussieht. Genau, das ist auch Vorposten. In Rom brauchen wir natürlich das da, weil es wird zwar nicht mehr dazu kommen, aber falls Rom fällt,
Genau, das da, hier können wir das umbauen. Hier brauchen wir das nicht mehr. Wo bist du? Du bist auch. Oh, ja, okay. Aber hier, das brauchen wir nicht mehr. Ja, doch, das brauchen wir, weil hier wird gerade ausgebildet. Gut, dann schauen wir mal, was. Warte, hier, die da wird noch. Genau, die kommt jetzt nach Afrika. Die da schaut mal weiter. Genau, hier ist eine Fußdeckarmee, aber das stört uns eigentlich nicht. Also, hier in Frankreich sind die eigentlich wirklich sehr, sehr mau besetzt. Also, das ist echt nicht so. Warte, ich gehe mal hier hin und fange an zu. Ne, noch nicht. Nächste Runde fange ich dann an zu pöbeln. Was machst du nochmal hier? Ich weiß, ich kann nicht mehr. Gut. Ah, hier haben wir noch einen Veteran. Das ist wunderbar. Ah, Erfahrungsrang. Ja, das ist doch super. Du bist schon eine 56 und eine Rang 8. Wow. Nicht schlecht. Genau, du bleibst auch hier. Oh oh. Ist sogar der Dude. Stimmt, der hat ja sein eigenes Reich gegründet, seine eigene Familie. Was eigentlich echt nervig ist. Du bekommst noch eine Le Frau für Le Kinder. Ehrgeizige Frau plus Korruption. Hä? Nein, oder? Jetzt habe ich. Oh Gott. Jetzt habe ich den eine Frau gegeben. Oh Mann, ich will den da eine Frau geben. Ist doch nervig jetzt. Warte. Rüstung. Forschungsrate. Warte, was? Befreiter Sklave, ich weiß um die Wege unterwürfiger Geister. Weißt du nicht, weil du von dem abstammst. Ah ja, okay. Gut. Den muss ich dann irgendwann ersetzen. Bevor hier ein Risiko zu groß wird. So. Du musst mich jetzt mögen, weil ich dich befördert habe, ne? So. Gut. Dann schauen wir mal weiter. Die nächsten Runden werden hier wahrscheinlich ein bisschen ruhiger jetzt werden. Ich bin mal gespannt. Aber. Oh, super. Ja, super. Aha. Ich nehme das zurück. Es könnte sogar spannend werden. Also, wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal wieder unsere Wirtschaft hoch. Und dann. Ja, ich würde sagen, um 80 rum. Deren Angebot 10.000. Nee. Ich erober dich. Entschuldigung. Wenn ich dich als mein Klientel mache, oh, die Inseln kann ich ja auch noch besetzen hier, die unten. Ah, das könnte ich sogar mit der vierten Legion machen. Also, sobald ich hier weg bin. Warte, der bleibt mal hier jetzt. Du bist jetzt auch wieder heile. Dann werde ich wahrscheinlich mit der vierten übersetzen. Gut, du fängst jetzt an zu pöbeln. Und hier.
Du fängst mal an, nicht hier hinzugehen. So, wo ist meine Agentin? Da drüben. Du kommst weiter hier hin. Hier. Also jetzt haben wir wieder 62 Nahrung. Das ist heftig. 62 Nahrung. Wie groß ist denn unsere Forschungsrate? 278%. Das ist halt ultra. Dann kann ich hier wieder Nahrung machen. Minus Nahrung, plus Nahrung. Öffentliche Ordnung. Ah ja, da habe ich plus 40. Das passt. Minus Nahrung, minus Nahrung. Minus Nahrung. Die kosten halt alle heftig viel Nahrung. Jetzt habe ich gerade wieder minus 16, glaube ich, Nahrung. Ah, genau. Hier wollte ich genau das da und hier. Wieder ein bisschen mehr Nahrung. So, wie sieht es denn hier aus? Habe ich voll, ja. Ah, sieh mal einen an. Hier kann ich auch. Gut, dann haben wir alles. Baubericht. So. Dann werde ich mal schauen, was ich kann jetzt auch hier raus. Und du kannst jetzt hier rein. Und du kannst jetzt da rein. Supi. Dieter, warte, Bäckermann hat 0. Uiuiui, uiuiui. Also quasi könnte der jetzt nächste Runde das einfach übernehmen. Ja, mei, dann gibt's halt noch eine Schlacht. Ist ja auch gut. Genau, du bekommst noch was. So. Ja, die müssen jetzt halt warten, ne? Die Armen. Aber das gehörte ja dazu. Also, die haben ja nicht nonstop gekämpft, sondern die hatten auch jahrelang dann Pausen zwischendurch. Und, ja. Waren auch dann... Nehmt diesen Zuschuss an. Nee, noch nicht. Die waren dann auch, ja, nein. Ja, als Bauarbeiter oder als Polizei und so weiter eingeteilt. Und ja. Das war auch die Stärke von den römischen Legionen, dass sie wirklich überall, wo sie gekommen sind, konnten sie Mauern bauen, sie konnten Forts bauen und so weiter, und daraus haben sich sehr häufig auch Städte gebildet. Ne, weitermachen, einfach so. Wir brauchen keine Söldner, wir sind... Ein Kind ist geboren, das ist ja herrlich. Herz allerliebst. Ich werde jetzt mal mit meinen Spionen nach Britannien hochgehen, damit ich weiß, was uns da erwarten wird. Gut, du tuckerst mal weiter. Nee, du tuckerst mal so weiter. So, Entschuldigung, hab mir gerade was zu trinken geholt. So, So, Jerusalem. Wieso ist das unser Klientel? Hab ich das? Das gefällt mir eigentlich nicht. Das gefällt mir eigentlich nicht, dass die jetzt Jerusalem haben. Weil bei Jerusalem
war eine sehr, 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 sehr heftige Schlacht. Über. Ich weiß gar nicht mehr wie lange, aber es war. Ich glaube, ein Jahr oder so lang wurde das belagert, weil. Ja, und. Also, bei Jerusalem werde ich noch was Detaillierteres machen. Was Geschichtliches. Da muss ich mich nochmal mit einem anderen YouTuber zusammenschließen. Beziehungsweise er hat eine sehr schöne Dokumentation und Animationen gemacht und da will ich fragen, ob ich das benutzen darf. Weil das war sehr interessant. Und auch sehr blutig. Also. Die römischen Legionen wurden einige Male zurückgeschlagen. Einige Male. Gut. Ja, du kannst dann nächste Runde nach da kommen. Und dann ein bisschen aufräumen. Genau, der bekommt noch. Der bekommt noch was. Und zwar hier das da. Gut. Noch nicht. Der bekommt das auch. So. Jetzt hat er aber. Gut. Also, ich werde jetzt in den nächsten. Möge die Siphone euch verfluchen. Krieg gegen euch ist nicht genug. Auf dass die Furien für immer auf euch Hetzjagd machen. Okay. Ich kann ja Beistand erbitten, weil dann werden ein paar das nicht machen und die werden dann mit mir im Krieg sein, glaube ich. Aha, das ist sehr gut, dass die das nicht machen. Dann habe ich einen Grund, wieso nicht vertrauen? Hä? Wieso bin ich jetzt nicht vertrauenswürdig? Weil der sich nicht uns angeschlossen. Das ist doch. Der hat viele Pikiniere. Ja komm, das erkämpft mir noch und dann mache ich Schluss. So. Also, ja. Also ja, gegen den hätten wir locker gekämpft, aber 1400 sind ein bisschen mehr Einheiten. Wie, also Stadtkämpfe sind perfekt für Pikiniere, weil man da nicht umkreisen kann oder nicht so gut. Ich muss schauen, dass ich viel. Warte, also die werden hier aufgestellt, die hier und die hier. Ich werde versuchen. Die Pikeniere mit Speerkraft, also mit Feuerkraft zu besiegen. Es Der nähert kommt sich auch von heimliche da. Unterstützung. Hey, los, 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 los. Das Blöde ist, dass er auch von hier rumkommt. Ach, das ist nervig. Das ist nicht gut.
Unser General wird angegriffen. Sehr schön. Jupiter gibt uns Kraft. Yeah. Bereit zum Einsatz. So, die werden jetzt auf die treffen. Warte, nee, noch nicht. Ja, oder jetzt schon. Das ist gut. Die werden aufgerieben hier. Das hindert die auf jeden Fall auch daran, Stress zu machen von hinten. Aber die Hauptschlagkraft von ihm wird von oh, das sind Pikiniere. Wird von hinten kommen. Die werden von hinten kommen. Das sind Dupliten. Da hinten kommen erst die Pikiniere. Das hätte besser sein können. Die Männer wanken. Nahkampfinfanterie zu euren Diensten. Wir verlieren Boden. Ja, das ist ja auch klar. Geschossinfanterie zu euren Diensten. Legionärkohorte! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Bereit zum Einsatz. Okay, danach. Geschosse warten auf Ziele. Wenn der weg ist, dann werden die nach zu denen gehen. Ah, ja, die müssen sich jetzt lösen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Die müssen sich jetzt lösen. Ups. Ja. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, verdammt. Ja, das habe ich null Chancy. Pikiniere. Ja, jetzt fängt er auch an, nach hinten zu gehen. Nein, das ist nicht gut. Ja, jetzt kommen dann noch die Leinenpanzer pikinieren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Den General bekommen wir noch. Ist das der? Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Nee, das war der gar nicht. Gut. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick.
Unsere Männer fliehen vor der... Naja, aber... Ja, nee. Der war krass. Der hat fast 200 reingekickt. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Nee, nee. Ist sehr schön. Njam, njam, njam. So. Das Problem ist gerade auch, dass ich, habe ich da in der Gegend, ja, in der Gegend habe ich, glaube ich, einen, der innerhalb von ein Zug nach drüben gehen kann, eine Legion. Aber sonst muss ich mal überlegen. Also das ist, glaube ich, die dritte Legion. Oder nee, die vierte, die wir gerade wieder aufgebaut haben. Na nee, die haben wir ja nach hinten geschickt. Ah, stimmt. Ja, aber wenigstens haben wir den den General mitgenommen. So. Jetzt ist die Frage, also ja, Makedonien werde ich jetzt auf jeden Fall vernichten. Jetzt ist die Frage, was mache ich mit Jerusalem? Also ich will ja die auch vernichten. Alter. Oh oh. Da kommen jetzt zwei Fullstack und eine halbe. Und da kommt noch eine. Ah, 50-50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Pekiniere. Ah, das. Ja, an sich ist das easy. Weil wir hier schwere Onaga haben. Das würde ich auch erst nächste Runde machen. Also nächste Runde machen wir die da. Genau, Legion 5 war das. Dann gehen wir mit unserem Kaiser zurück. Verdreschen die Makedonier nochmal. Und dann werden wir schauen, was wir mit Makedonien machen. Gut. Mit Jerusalem, Entschuldigung. Danke fürs Zuschauen. Entschuldigung. Danke fürs Zuschauen. Habt einen wunderbaren Feiertag. Und bis zum nächsten Mal. Bye. See ya. Shut up!